Hallo und herzlich willkommen zum Champion Update Spotlight zu Ryze, the Rune Mage. Der anscheinend unbalancebare Rune Magier erfährt ein weiteres Rework. Sein Konzept bekommt dabei frischen Wind, aber behält alte Stärken. Fangen wir jetzt mit seinen Spells an. Seine Passive Arcane Mastery. Ryze Spells verursachen extra Schaden anhand seines maximalen Manas. Außerdem wird sein maximales Mana durch Fähigkeitsstärke erhöht. Seine Q Overload hat eine aktive und eine passive. Die passive ist, dass Rune Prison und Spellflux den Cooldown von Overload zurücksetzen und jeweils eine von maximal zwei Runen für 4 Sekunden aufladen. Aktiv feuert ein Rune Skillshot, der an dem ersten Feind, den es trifft, Schaden verursacht. Dabei werden alle aktiven Runen entladen. Wenn 2 Runen entladen werden, erhält Ryze ein Schild sowie einen kurzen Speedboost. W Rune Prison. Rootet einen Gegner auf der Stelle für kurze Zeit und verursacht Schaden. E. Spellflux. Verseht einen Gegner mit Flux und verursacht Schaden. Weitere Spells verbrauchen den Flux und bekommen dafür zusätzliche Effekte. Overload verursacht mehr Schaden und leitet diesen auf alle mit Flux befallenen Gegner in der Nähe weiter. Bei Rune Prison wird die Dauer des Roots erhöht. Eine weitere Spellflux verteilt den Flux auf alle Gegner in der Nähe. Außerdem verteilen Spells, die mit Flux befallene Gegner töten, den Flux auf alle Feinde in der Nähe. Da Ryze neues Konzept sehr abhängig von Spellflux ist, hat dieser von Anfang an sehr wenig Cooldown. Kommen wir zu seiner Ultimate Realm Warp. Ryze öffnet ein Portal zu einer von ihm gewählten Position. Nach einer kurzen Verzögerung werden alle Verbündeten, die sich in der Nähe des Portals befinden, zu dieser Position teleportiert. Sobald Ryze unfähig zu zaubern ist oder sich nicht mehr bewegen kann, wird Realm Warp abgebrochen. Hierbei gilt zu beachten, dass Ryze Ultimate nur 2 Stufen hat, dafür seine Q aber eine zusätzliche 6. Ryze bleibt auch nach dem erneuten Update ein Magier, der sich auf seinen Mana und seine Cooldowns stützt. Weiterhin muss man die Spells richtig einsetzen, um das meiste aus dem alten Runenmagier rauszuholen. Schauen wir uns also die häufigsten Kombinationen an. Der Standard Wave Clear. Hier wird vorausgesetzt, dass kein Minion so low ist, dass er es mit dem Spellflux allein last hitten könnte. Die Kombination ist also Spellflux, Spellflux und Overload. So verteilt er zuerst den Flux auf die Wave und dann den Schaden von Overload über alle Minions. Sollte ein Minion inmitten der Wave sehr wenig HP haben, könnt ihr diesen mit Spellflux last hitten und dadurch den Flux verteilen und der Wave mit Overload den Rest geben. Zum Kiten bzw. Fliehen setzt ihr Overload, Spellflux, Rune Prison, Overload ein. Denn so erschafft ihr 2 Runen, die dann mit Overload verbraucht werden und euch das Schild und Movement Speed geben. Für den maximalen Schaden setzt ihr folgendes ein. Overload, Spellflux, Overload, Rune Prison, Overload, Spellflux, Overload. Je nach Tankiness des Ziels bei Bedarf wiederholen. Im späteren Spielverlauf könnt ihr eurem Team einen großen Vorteil im Kampf um Objekte durch den richtigen Einsatz von Realm Warp verschaffen. Zum Abschluss gibt es noch ein paar interessante, wenn auch trolllastige Einsatzmöglichkeiten von Realm Warp. Davor möchte ich mich aber bedanken, dass ihr das Video angeschaut habt und hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Gebt mir gerne Feedback zu dem Video, zu dem Format und auch zu dem neuen Ryze, wie ihr das Ganze findet. Natürlich würde mir ein Daumen und ein Abo auch sehr helfen. Jetzt aber noch viel Spaß mit den durchaus interessanten Einsatzmöglichkeiten von Realm Warp.